Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 41 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier und möchte Ihnen heute das Buch von Christoph Ranzmeier vorstellen, Die letzte Welt, 1988 erschienen. Zunächst ein wenig zu Ranzmeier. Ranzmeier wurde in Reutham am Traunfall geboren, in Wels, Oberösterreich. Sohn eines Volksschullehrers, besucht dann das Stiftsgymnasium der Benediktiner und studiert dann von 1972 bis 1978 Philosophie und Ethnologie in Wien. Er wird dann Journalist, Kulturredakteur und Kulturjournalist für verschiedene Zeitschriften, unter anderem auch Geo. Er unternimmt zahlreiche Reisen, wird ab 1982 freier Schriftsteller und lebt abwechselnd heute in Wien und in Südirland, Südwesten Irlands, in West Cork. Er bezeichnet sich selbst als einen Halbnomaden und hat zahlreiche Reisen nach Asien, Nord- und Südamerika gemacht und die Erlebnisse, die er dort hatte, die Begegnung mit Menschen, die Einarbeitung in die jeweilige Kultur und Geschichte und Politik und Literatur des Landes, das er bereist hat, das ist eingegangen in seine Romane. Seine Romane sind immer eine Mischung aus historischen Tatsachen und Fiktionen. Es sind grenzüberschreitende Erfahrungen, die er in seinen Romanen verarbeitet hat. Grenzüberschreitend im wahrsten Sinne des Wortes, denn er hat wirklich in seinen Reisen die Grenzen des Abendlandes auch überstreten, ist über sie hinweg gegangen und hat Neues und Spannendes erfahren. Sehr viel seiner Romane sind auch Brechungen zwischen hier und dort, zwischen jetzt und der Vergangenheit. Und so ist es auch in seinem großen Werk, Die letzte Welt von 1988, einer Neufassung der Ovidschen Metamorphosen. Mit diesem Buch hat er einen internationalen Erfolg landen können. Und danach ist er einer der meistgefeiertsten Autoren einer deutschsprachigen Literatur geworden. Einige seiner anderen Werke, 1995 Morbus Kitahara, 2006 Der fliegende Berg, ein Buch, das ich sehr schätze, 2012 Atlas eines ängstlichen Mannes, 2016 Cox oder Der Lauf der Zeit und 2021 Der Fallmeister. Er hat wahnsinnig viel Auszeichnung bekommen, sehr bedeutende Auszeichnungen. Ich nenne nur ein paar. Also 1992 den großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 1995 Franz Kafka Preis. 1997 Premio Literario Internazionale Mondello. 2004 Österreichischer Würdigungspreis für Literatur. 2013 Ernst Toller Preis. 2018 Kleist Preis. Im selben Jahr Preis der Stadt Wien für Literatur. 2018 auch den Nikolaus Born Preis. Und 2020 schließlich den Ludwig-Börne-Preis. Also ich frage mich, wie viele Preise man noch anhäufen kann in einer Person. Ein großer Autor, ein sehr geschätzter Autor. Und ich mag viele seiner Werke, einige mehr, andere
weniger. Aber das ist meine persönliche Meinung. Die letzte Welt von 1988 ist nun wirklich ein wunderbarer Roman. Erstmal ein wenig zum Inhalt, dann werde ich auf eine Interpretation eingehen und Ihnen dann auch noch einen kleinen Teil daraus vorlesen. Cotta, der ein großer Bewunderer und Freund von Ovid war, reist nach Tomi ans Schwarze Meer, Tomis, heute Constanta, weil er gehört hat, dass Ovid dort im Exil verstorben sei. Und ihn interessiert dieser Dichter sehr stark und vor allem auch sein Werk, die Metamorphosen. Cotta kommt nun in eine Stadt, die zu seiner Überraschung mit den Figuren aus Ovids Metamorphosen bevölkert ist. Er findet Spuren des Dichters, aber den Dichter selbst nicht. In diesem Ort herrscht ein langer Winter, der geht vorüber, der Frühling beginnt. Die Natur gewinnt Tomi zurück und Cotta beginnt nun Beziehungen zu den dortigen Bewohnern, unter anderem auch eine Liebesbeziehung zu Echo, die an einer sehr seltsamen Hautkrankheit leidet. Und diese Echo erzählt ihm nun die Geschichten Ovids, wie es ihrem Namen entspricht. Sie gibt sie als Echo sozusagen wieder. Und alle Geschichten, die sie erzählt, die Ovid erzählt, enden in der Verwandlung der Helden in Steine. Und diese Steine wird Cotta finden. Er wird beschließen, Naso ist ein anderer Name für Ovid, Nasos Erzählungen zu sammeln und als Buch der Steine wieder herzugeben. Jetzt wird im Verlauf des Romans in Rückblenden erzählt, wie Ovids Leben in Rom verlaufen ist, seine literarischen Veröffnungen, seine politische Rolle in Rom und schließlich seine Verbannung. Die erfolgt, weil er eine sehr gewagte Rede hält im Stadion von Rom, das neu eröffnet wird, und dabei eine Ehrerbietung gegenüber dem Imperator vermissen lässt. Also Kapitel für Kapitel. Cotta kommt in Tomi an. Er macht sich auf den Weg nach Trachilla, wo Naso ein Haus gehabt haben soll, und findet Ruinen vor. Er lernt dort den Knecht Pythagoras kennen, der wirres Zeug von sich gibt. Dann lernt er Kyparis kennen, einen Lilliputaner, der mit seinem Planwagen, gefolgt von einem Hirsch, Lichtspiele in Tomi immer wieder vorführt. Und bei diesen Vorführungen werden nun die Bewohner der Stadt detailliert geschildert. Wie Sie aus den Namen, die jetzt auch kommen werden, entnehmen können, sind das alles Namen aus den Mythen, aus den griechischen Mythen, die wir aus den Metamorphosen von Ovid noch genauer kennen. Er trifft eben auf Pythagoras, auch den großen vorsokratischen Philosophen, der ihm Steine in Nasos Garten zeigt, auf denen Schriften zu sehen sind. Cotta lernt, es ist eine spätere Geliebte, Echo kennen im Seilerhaus, und sie erzählt ihm dann nach und nach die Geschichten des großen Dichters. Immer mehr nähert sich Cotta den Bewohnern an. Er lernt über die Echo die Personen kennen und die Geschichten, und dann auf einmal ist Echo ganz plötzlich verschwunden.
Er lernt unter anderem auch die Weberin Arachne kennen, die Narsus Erzählungen angeblich auf ihren Teppichen festgehalten hat, mit Himmels- und Vogeldarstellungen. Kotta besucht die Weberin, sieht die Teppiche und ihm kommt der Gedanke, dass die Geschichten Kottas, die Geschichten Ovids, die in den Teppichen wiedergegeben sind, eigentlich auch Geschichten der Natur sind. In Kunst umformulierte Geschichten der natürlichen Welt. Es kommt ein heißer Sommer, viel Ungeziefer und schließlich taucht ein Schiff auf, die Argo. Und dieses Schiff bringt ein Instrument, ein Episkop. Und ein Episkop kann nun Gegenstände als Schatten auf eine Wand projizieren. Jeder abendländisch-literarisch geschulte Leser denkt sofort an Platons Höhlengleichnis. Und dieses Episkop fasziniert einen der Bewohner von Tomis sehr, er heißt Battus, sein Epileptiker, und hat den Zwang, sich der Wirklichkeit anzunähern, indem er sie betastet und anfühlt und seine Mutter muss sogar die ganzen Gegenstände in ihrem Laden mit Brennnesseln schützen, damit sie nicht dauernd von Battus befüllt werden. Und eines Nachts verwandelt sich dieser Battus vor dem Episkop in Stein. Kotta besucht immer wieder auch Trachyla und das Haus von Naso. Die Stadt wird schließlich heimgesucht von Steinlawinen. Und Kotta erkennt immer mehr, dass diese Steine mit den darauf gefundenen Stofffetzen Nasus Geschichten wiedergeben. Ziemlich am Ende des Romans erscheint dann auch die Schwester der Gemahlin des Schlechters. Der Schlachter des Ortes heißt Tereus, seine Frau Procne. Und auf einmal erscheint die totgeglaubte Schwester dieser Procne und es stellt sich heraus, dass ihr die Zunge fehlt. Tereus, der Schlachter, ist ihr nachgegangen, hat sie vergewaltigt, um diese Vergewaltigung zu vertuschen, hat er ihr die Zunge herausgeschnitten. Daraufhin rächt sich seine Frau und tötet ihren gemeinsamen Sohn Itys. Tereus findet den Aufenthaltsort von Procne und ihrer Schwester und will sie töten. Und ganz zum Schluss verwandeln sich alle drei in Vögel und fliegen davon. Es tauchen sehr wichtige Charaktere aus Ovids Metamorphosen auf, aus dem Buch. Selbstverständlich als erstes ist zu nennen Ovid selbst, Naso, und dann seine Frau, die Kyane, die Frau des verbannten Ovid, und Augustus, der Kaiser von Rom. An mythischen Figuren haben wir Arachne, die Weberin, die wir aus dem Spinnenmythos von Ovid schon kennengelernt haben. Wie gesagt, Battus, den fallsüchtigen Sohn der Krämerin Pharma, die Gerüchtefrau. Echo, die wir auch aus dem Mythos von Narziss kennen. Pharma, die Krämerin von Tomi und Mutter von Battus, den Schlachter Tereus, seine Frau Procne, Itys ihren Sohn, Pythagoras, den Knecht Nasos und viele andere Personen auch, die man dann von Mythen her kennt und die hier neu zu Leben erwachen.
Die letzte Welt war einer der erfolgreichsten Romane, der erfolgreichsten literarischen Werke im Jahr 1988. Es wurde über den grünen Klee, sagt man so, hinausgelobt. Der Spiegel, der Taz, die Zeit, für sie war das alles ein großer Roman. Man hat es dann auch im Fernsehen, Reich Ranicki mit Kollegen groß besprochen. Auch immer wieder gezeigt, dass es auch ein Werk ist, in dem es um Macht und Schriftsteller geht, um die Verfolgung von Schriftstellern in Tyranneien. Der Roman war politisch dann doch so brisant, dass er in Rumänien quasi verboten wurde, weil man eine zu große Anspielung auf Ceausescu vermutet hat. Das hat Ranzmeier dann doch sehr mit Genugtuung erfüllt, dass man diesen Aspekt seines Romans so herausgearbeitet hat. Schauen wir uns das Buch ein wenig genauer an. In der Interpretation kann man feststellen, dass auffallend ist die Vermischung von Zeitebenen. Da ist zum einen die mythische Zeit mit den antiken Mythen. Dann gibt es eine historische Zeit, die Zeit der Entstehung von Ovids Metamorphosen um die Zeitenwende in Rom. Und dann die Gegenwart. Und immer wieder kommt es vor, dass Anachronismen in diesen Roman Eingang finden. Also wir haben auf einmal ein Kino, wir haben Telefon, wir haben Busse, wir haben sogar Boat People, die in diesem Roman eine kleine Rolle spielen. Und so gehen Gegenwart und Vergangenheit ständig ineinander über. Man hat das Anachronismus genannt, aber es ist eigentlich mehr eine Metamorphose eben von damals und heute. Das Gleiche gilt auch für die Ortsbeschreibungen. Die Ortsbeschreibungen, die Ranzmeier dort vom Schwarzen Meer und der Stadt abgibt, stimmen nicht mit der tatsächlichen Geografie des Ortes überein, sind realitätsfremd, sind Literatur, sind Fiktion. Und genau das will eben Ranzmeier auch herausarbeiten. Was ist das Thema des Romans? Die letzte Welt spielt in der Eisernen Stadt. Die Eiserne Stadt, so wird Tomi genannt. Und das kommt daher, dass nun das eiserne Zeitalter angebrochen ist. Laut Hesiod war das das letzte Zeitalter der Welt, der Menschheit. Es ist die jämmerlichste, verkommenste Zeit, die eiserne Zeit. Und es ist natürlich auch die letzte Welt, die letzte Stadt, in der Ovid gelebt hat, in seiner Verbannung. Und es ist nun eben auch eine Stadt, die so verkommen ist und eben auch zeigt, wie Macht über eine politisch kritische Literatur zu siegen und damit die letzte Welt eines verfolgten, politisch verfolgten Dichters beschreibt, der nicht nur Ovid ist, sondern zum politisch verfolgten Dichter ganz allgemein wird. So ist dieser Roman gekennzeichnet im wahrsten Sinne des Wortes von Metamorphosen, von Verwandlungen. Von Verwandlungen der Welt, der Realität in Fiktion, in Literatur. Reale Menschen, scheinbar reale Menschen des Ortes, sind Gestalten des Mythos, sind Fiktion, sind literarische Figuren. Und wechseln ständig hin und her von diesen drei Ebenen ineinander über. Und man fragt sich immer mehr auch, ob das Werk Ovids, die Metamorphosen,
wirklich Verwandlungen beschreiben in der mythischen Welt oder ob Ovid sozusagen auch tatsächlich Bezug genommen hat auf reale Figuren seiner Zeit. Und das wird, das Werk ist Ovids Metamorphosen, ist vor seiner Verbannungszeit entstanden. Aber Hans Meyer macht das so geschickt, dass man eben daran zu zweifeln beginnt, ob man das so einfach als Retelling von Mythen seitens Ovid erklären kann. Die Frage ist, wie weit sind reale Menschen Vorlagen für Literatur? Und andererseits können literarische Typen, kann ein literarisches, fiktionales Personage abfärben auf die Realität? Gibt es da sozusagen auch Rückwirkungen? Kann man sich zum Beispiel auch so identifizieren mit literarischen Vorbildern? Und die große Frage eben dieses Romans ist, was ist wahr und was ist Fiktion? Am deutlichsten macht das Battus, der Fallsüchtige, der Epileptiker, der alle Gegenstände immer wieder abtasten muss, um sich ihrer Wirklichkeit zu vergewissern und der dann dem Episkop verfällt. Dieses Episkop, das Gegenstände per Schatten an die Wand projizieren kann. Und das ist ja nun wirklich sozusagen die technische Umsetzung des Höhlengleichnisses von Platon, in der die Menschen in einer Höhle festgebannt sitzen, an einem Ort mit dem Gesicht zur Wand gerichtet und hinter ihnen ein Feuer, hinter ihnen werden Gegenstände vorbeigetragen, die Schatten auf die Wand werfen, vor denen die Menschen sitzen. Und nun glauben die Menschen, dass diese Schatten real sind, obwohl sie nur Abbilder der Urbilder sind, die jenseits der Höhle in einem metaphysisch-transzendenten Reich als Ideen existieren. Diese große philosophische Gedanke, was ist Wahrheit? Was ist Schein? Was ist Urbild? Was ist Abbild? Was ist Ideal? Was ist Wirklichkeit? Das hat Hans Meyer sehr schön umgesetzt in dieser Geschichte von Battus und dem Episkop. Und Battus wird sich in einen Stein verwandeln, was nun widerspiegelt den antiken Mythos, dass die Menschen aus Steinen entstanden sind. Also gerade umgekehrt. Und was sozusagen hier passiert ist, wie sich Menschen zurückverwandeln in Steine, wie sie feste Gestalt annehmen, unverwandelbar werden. Damit haben wir uns ja schon mal in einer Zeichensetzung beschäftigt, als wir am 24. Dezember im letzten Jahr uns mit Ovids Metamorphosen beschäftigt haben. Denn tatsächlich ist jetzt das Interessante, dass Ovid ja Verwandlungen beschreibt, aber diese Verwandlungen enden in finalen Gestalten, in einem finalen Aussehen der Welt. Also quasi, sie gefrieren, sie werden steinern, sie sind nicht mehr Gestalten, die sich zurückentwickeln, die zurückverwandelbar sind. Sie werden quasi Steine und so werden aus lebenden Personen Steine und darin auch der Mythos aufgegriffen, dass eigentlich aus Steinen einmal Menschen geworden sind, mythische Menschen. Diesen Mythos greift Transmeier nun wunderbar auf und schildert, wie in diesem Roman, wie eben Ovid angeblich in seinem Haus Geschichten auf Steine geschrieben hat, die nun Cotta findet, als er dorthin kommt. Und ja. Und Cotta wird eben auch feststellen, dass die Geschichten, die Ovid
geschrieben hat, auf die Steine in Trochila, lebendige Vorbilder im Dorf, in der Stadt haben. Und so wird es dann ein ständiges Hin und Her werden von was ist Realität, was ist Fiktion, was ist Literatur. Steine werden zu Leben und umgekehrt. Anorganisches wird organisch und umgekehrt. Literatur wird zur Realität, Fiktion wird zur Wahrheit und Vergangenheit und Gegenwart wechseln ständig ineinander über. Nun wird eben auch diskutiert die politische Dimension von Literatur, von Autorenschaft. Von Autorenschaft in totalitären Gesellschaften. Das Verhältnis von Schriftsteller und Macht wird diskutiert. Und es wird auch diskutiert, wer ist hier eigentlich Opfer und Täter. Eindeutig ist der politisch verfolgte Schriftsteller, Ovid und jeder politisch verfolgte Schriftsteller, ein Opfer und der Tyrann ein Täter. Aber es wird sich eben auch zeigen, dass in einer Verwandlung, einer Metamorphose, letztlich der Schriftsteller, der große Schriftsteller als Sieger hervorgehen wird und dass der Politiker der Verlierer sein wird. So ist es wirklich hervorragend von Ranzmeier gemacht, wie dieses Hin und Her von Personen, Orten, Geschichte, Geschehen, von Natur, anorganischer, organischer Natur, wie das ineinander übergeht und in einem ständigen Wechsel begriffen ist. Cotta, der Freund Ovids, war tatsächlich ein Freund Ovids, aber das ist natürlich auch der Name eines großen Verlegers. Und biografisch muss man erwähnen, dass Die letzte Welt auf Anregung von Hans Magnus Enzensberger geschrieben wurde, der Herausgeber für seine Reihe Die andere Bibliothek war. Und er bat Ranzmeier, die Metamorphosen Ovids neu zu übersetzen. Und Ranzmeier hat daraus ein ganz neues Buch gemacht, ein großes literarisches Werk. Und nicht zuletzt auch durch Verleger wie Enzensberger hat dieses Buch dann auch verlegerisch so einen großen Erfolg haben können. Aber zu Recht, weil es ist wirklich ein großartiges Buch. Hier zum Schluss in dieser Ausgabe von Fischer angehängt finden Sie dann eben die Geschichten und Texte der mythischen Gestalten und dann die Personen, wie sie ihn bei Ranzmeier auftreten, eben von Arachne oder von Cotta. Cotta war tatsächlich, Cotta Maximus Messalinus war der jüngste Sohn des Redners Valerius Messalla Corvinus, ein Dichter und Redner und Freund des Ovid, der 6 Briefe erhalten hat von Ovid vom Schwarzen Meer zum Beispiel. Und diese reale Gestalt geht nun eben in diese fiktionale Gestalt Cottas über. Oder eben Sohn Battus. Im Mythos ist er ein messenischer Hirt, der beobachtet, wie der Götterbote Merkur gestohlene Rinder davontreibt und schwört ihn gegen ein Bestechungsgeschenk zu schweigen. Merkur kehrt in veränderter Gestalt zu den Battus zurück, stellt den Hirten auf die Probe. Battus bricht seinen Eid und dann heißt es im Mythos, da lachte der Sohn der Atlas-Tochter und sagte, mich verrätst du an mich, Wortbrüchiger, mich verrätst du an mich, und verwandelte das meineidige Herz in einen harten Stein, der auch jetzt noch Index heißt.
So steht der Stein, der nichts dafür kann, seit alters in Verruf. Daraus wird in der Geschichte von Ransmeier Bartus, der Sohn des Krämers, der Krämerin Fama und eines Mineurs, der an Epilepsie leidet und eben zwanghaft sich der Existenz der Dinge zu vergewissern glaubt, indem er sie befühlt und ihren Namen ausspricht. Ich lese Ihnen einen ganz kleinen Teil aus diesem sehr schönen Roman vor, in dem es darum geht, wie Naso sich um Kopf und Kragen redet, als er vor Augustus auftritt, der ein neues Stadium in Rom einweiht, und er hält eine Rede, die despektierlich ist. Er wird aufgrund dieser Rede später verbannt werden, aber der Witz dabei ist, dass der Imperator eigentlich eingeschlafen ist und erst im Nachhinein von seinen Weggenossen erfährt, was da passiert ist, und dann auch ja, eine Verbannung mehr durch einen Zufall ausspricht, als durch wirklich eine politische Gewalttat. Wirkt sich dann aber natürlich sehr nachteilig für Ovid aus. Also, das ist eine berühmte Stelle, die auch Reich Ranitzky sehr gut gefallen hat. In diesem gewaltigen Kessel aus Stein, in dem in der Eröffnungsnacht 200.000 Menschen ihre mit Buntpulver bestreuten Fackeln nach den Kommandos einer Schar von Zeremonienmeistern zu lodernden Ornamenten erhoben, im Tosen der Blutorchester der Armee, die sich auf den Aschenbahnen zur Parade formierten, inmitten dieser entsetzlichen Herrlichkeit, in der sich das Volk von Rom unter den Augen des Imperators in ein einziges, brennendes, rasendes Muster verwandelte, begann Nasus Weg in die äußerste Einsamkeit, sein Weg an das Schwarze Meer. Denn auf einen Wink des Imperators, der nach 7 Reden schon gelangweilt schien, und der nun auch dem 8. Redner das Zeichen aus einer solchen Ferne gab, dass Naso nur die tiefe Blässe in Augustus' Antlitz wahrnahm, aber keine Augen, kein Gesicht. Auf einen müden, gleichgültigen Wink also trat Naso in dieser Nacht vor einen Strauß schimmernder Mikrofone und ließ mit diesem einen Schritt das römische Imperium hinter sich, verschwieg, vergaß die um alles in der Welt befohlene Litanei der Anreden, den Kniefall vor den Senatoren, den Generälen, ja dem Imperator unter seinem Baldachin, vergaß sich selbst und sein Glück, trat ohne die geringste Verbeugung vor die Mikrofone und sagte nur: Bürger von Rom. Naso sprach leise wie immer. Aber diesmal wurde die Ungeheuerlichkeit seiner Worte tausendfach verstärkt, hallte durch den samtschwarzen, mit Flammen und Sternen besetzten Raum des Stadions, rauschte die Logen, die Balustraden, Sperrmauern und Brüstungen entlang und dann die steinernen Kaskaden hinauf, brach sich erst hoch oben, irgendwo in dieser Unendlichkeit und schlug von dort in verzerrten, metallischen Wellen zurück. Unter den Baldachinen des Hofes verstummte plötzlich alles Flüstern und Geplauder, wich einer Stille, die einige Atemzüge lang jede Bewegung, selbst das Augenspiel und das Wehen der Pfauenfedern auf den Fächen unterbrach. Allein der Imperator saß zurückgelehnt in Schatten seiner Garde und starrte abwesend in das Feuerornament und schien wie taub und schien nicht zu begreifen, dass Naso, diese schmale, vornübergebeugte Gestalt dort in der Ferne, eben das erste Gesetz des Reiches gebrochen und ihm die Verehrung versagt hatte. Und damit nicht genug. Denn scheinbar ungerührt vom Entsetzen hinter seinem Rücken erhob Naso nun seine Stimme und begann die Schrecken der Pest zu beschwören, erzählte von einer Seuche, die im Saronischen Golf auf der Insel Ägina gewütet hatte, erzählte von der Dürre eines Sommers, in dem als erstes Zeichen des Unheils Millionen von Schlangen
durch den Staub der Felder gekrochen sein und vom Gifthauch, der den Zug der Vipern verfolgt hatte. Von Ochsen und Pferden, die im Geschirr und vor dem Pflug plötzlich niederbrachen und verendeten, noch bevor ein Knecht sie aus dem Joch nehmen konnte, erzählte von den Bewohnern der Städte, denen der Tod in schwarzen Beulen aus dem Leib brach. Christoph Ranzmeier, Die letzte Welt.